Hallo zusammen. Heute mal eine Fahrt, hoffentlich in die Winterlandschaft, hier von Stolberg nach Rötchen. So, das machen wir jetzt mal aus hier. So, okay. Dann wollen wir mal. Los geht's. Dankeschön. Hier der berühmt-berüchtigte Weihnachtsmarkt. Meine Güte, hier ist aber heute viel los. Ich kann mal so warten. Nein, natürlich nicht. So, schauen wir mal hier. So, hier unten ist immer noch zu. Einmal Stau in Stolberg.
Ja, es ist heute ein nass, feuchtes Wetter mit heute Morgen mal Schneefall, jetzt ist es mal gerade trocken. Dunkel wird es auch. Naja. Hi Tanja, wie geht's dir? Ich habe Langeweile. Irgendwie kommt man hier nicht voran. Wir werden es wohl schaffen. Wir schaffen das. Das war zwar gelb, aber das ist egal. Zwei Ampelphasen, hat der Kollege gesagt, und recht hat er gehabt. Das ist nichts.
Ja, er fährt aber auch wo sonst wo. Naja, braucht halt beide Spuren. Hat's eilig. So, jetzt kommen wir gleich wieder in einen weiteren Flutbereich, wo man zum Glück nicht mehr ganz so viel sieht. Hier sieht man schon, wie feucht das war. Was ist da? Ne, so hoch stand das Wasser, glaube ich, nicht. Panik. Eine Ampel. Ja. Schon verheerend aus. Überall alles zu. Kaputte Schaufenster. Wir sind wieder da auf der ersten Etage. Ja, der Ampelbetrieb ist schon schlau. Der spült nur so eine Farbrolle ab, der pumpt den Keller nicht aus.
macht. So, gleich mal die Scheibe sauber machen. Das lohnt sich aber erst, wenn der Bahnhof vor mir weg ist. Flug betroffenes Gebiet. Wenig Schnee liegt hier schon rechts und links des Weges. Oh, Wasserstand geht. Die Geschwindigkeit ist akzeptabel da vorne. So. Ja, der Zustand der Straße ist bedauernswerterweise schlecht, aber naja, die Infrastruktur leidet und andere Bereiche kriegen das Geld. Ob das dann sinnvoll ist oder nicht, wir wissen es nicht. Es wird sich zeigen. Schauen wir mal, was die Brückenbauarbeiten machen. Nicht viel.
Vorfahrer fahren alle weg. Das ist gut, das ist gut. Der wusste auch nicht so genau, wo man fahren soll. Die Scheibe sauber. Ja, hier wird schon weiß. Am Ortsausgang von Mulatzütte. So, mit Beginn des Berges haben wir das Flutgebiet hinter uns gelassen. Oh ja, hier liegt schon mehr. Mal gucken, wie es gleich oben aussieht. Selbst hier, man sieht den Unterschied, ein paar Meter höher gefahren und schon ist alles richtig schön weiß. Schneegeschippt haben Menschen auch. So, gucken wir mal. Das passt. Nicht danach raus, als wäre hier der Schneeräum links gefahren. Vorbei. Gut, ihr könnt das nicht sehen, das Wasserwerk. Gleich
Gleich an meiner Seite die Talsperre von Rötchen. Die Mauer steht noch. Gleich kommen wir durch das Tornado-Gebiet. Gut, man sieht zum Glück nicht mehr viel, eigentlich gar nichts mehr. Von der einen Naturkatastrophe zur nächsten. So, das Tornado-Gebiet war hier. Dieser ganze Bereich, sämtliche Häuser haben Schäden davon getragen oder sind bereits abgerissen worden. Aber viele haben repariert und man sieht so gut wie nichts mehr. So, und hier ist dann der Bereich zu Ende. Aber weit gekommen. Als ich das letzte Mal hier war, waren sie noch irgendwie am Keller dran. Jetzt steht schon die erste Etage. So geht's. So, und gleich haben wir unseren Endpunkt erreicht. Interessanterweise liegt hier wieder weniger Schnee als wie im Rott. Durchaus spannend. Mal gucken, wie es die Straße hoch aussieht. Ich sage schon mal Tschüss, wünsche einen schönen Abend in der Hoffnung auf besseres Wetter. Aber ich nehme euch noch ein Stückchen mit. Definitiv, hier liegt definitiv weniger Schnee. Ja, bleibt da stehen. Ja. Interessant. Ja, auch hier oben ist definitiv weniger. Ja, dann